Jetzt buhlen sie wieder um die Gunst der Liebsten, die Froschmänner. Sie kommen überall da vor, wo sie planschen können. Doch es werden immer weniger. Naturschützer wie Michael Markowski vom NABU Bingen sind besorgt. Wir beobachten, dass die Amphibienbestände bei allen Arten drastisch zurückgegangen, bei einigen ganz extrem, also 50-60% und bei einigen Arten so auch kurz vorm Erlöschen, vorm Aussterben bedroht sind. Und das ist wirklich auch ein alarmierend und trauriger Zustand, dass, wenn man sich überlegt oder vergegenwärtigt, dass das eine der ältesten Wirbeltierformen ist, die hier über Millionen Jahre existiert hat und jetzt kurz vorm Aussterben ist. Welche Arten leben bei uns in Rheinland-Pfalz? Große Kulleraugen und kleine Haftfinger, typisch für den Laubfrosch. Tagsüber klettert er in Bäumen, daher sein Name. Und abends begibt er sich in seinen Tümpel. Der Laubfrosch war so gut wie ausgestorben. Wir haben dann in den letzten Jahren kontinuierlich hier Kleingewässer geschaffen, ungefähr über 30 in der Region. Und laufend mit jedem Kleingewässer, kann man fast sagen, ist die Population gestiegen. Trotzdem keine Entwarnung. Ebenso für die anderen 13 heimischen Arten. Wie den Teichfrosch, den kleinen Wasserfrosch oder den seltenen Springfrosch. Bei den Kröten ist die braune Erdkröte bekannt. Typisch ist das Tragen des Männchens bei den Wanderungen zu den Laichgewässern. Farbenprächtig ist die geschützte Wechselkröte, die sich gerne in Sand- und Kiesbereichen aufhält. Genauso wie die Geburtshelferkröte. Das Besondere, das Männchen trägt die Laichschnüre um den Bauch. In Abbaugruben entstehen Pfützen durch Fahrspuren. Ideale Laichgewässer für die nur 4 cm kleinen Rot- und Gelbbauchunken. Warum sind alle Arten bedroht? Früher gab es mehr natürliche Teiche und Sümpfe um die Ortschaften. Die wurden nach und nach trockengelegt, um Nutzflächen zu gewinnen. Viele Kleingewässer sind einfach verschwunden, trockengelegt. Oder aber auch die Auen sind deutlich verkleinert worden. Grundwasserspiegel ist abgesenkt worden. Das heißt erstmal Mangel an Laichgewässern, aber auch an geeigneten Sommerlebensräumen, wo Amphibien sich dann aufhalten, wo sie Nahrung finden, Versteck finden. Lebensbedrohlich für Amphibien sind auch die Pestizide in der Landwirtschaft. Amphibien haben eine ganz empfindliche Haut, sie atmen auch über die Haut und wenn sie mit Pestiziden in Kontakt treten, dann können einige Arten direkt sterben oder aber auch, wenn Pestizide in Gewässer gelangen, wo entsprechende Larven und Eier sind, können diese für Missbildung sorgen. Deshalb kontrolliert der Biologe regelmäßig die Gewässer. Hier haben Wechsel- und Kreuzkröte vor kurzem abgeleicht. Die Kaulquappen sehen zum Glück gesund aus. Keine Missbildungen zu erkennen. Doch nun kommt der Klimawandel hinzu. Viele Lebensräume trocknen deshalb aus. Was kann man tun, um die Amphibien zu unterstützen? Alle Amphibien sind gesetzlich geschützt, sind also besonders geschützte Tiere, die man weder fangen, jagen noch töten darf. Auch deren Lebensstätte, also der Teich, in dem der Frosch dann lebt, der ist als Lebensstätte geschützt. Das gilt auch für private Teiche. Doch wenn das Konzert zu laut wird? Und nur in Ausnahmefällen, wenn es wirklich zu extrem wird mit der Lärmbelästigung, kann dann die untere Naturschutzbehörde kontaktiert werden. Und da muss geschaut werden, ob man da eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann. Denn eigenmächtiges Handeln ist gesetzeswidrig und kann ziemlich teuer werden. Fazit? Frösche, Kröten und Unken geben jetzt ihre Konzerte, um einen Partner zu finden. Alle Arten stehen mittlerweile unter Schutz, denn sie sind vom Aussterben bedroht. Man darf sie nicht töten oder ihre Lebensräume zerstören. Bei zu großer Lärmbelastung helfen die Naturschutzbehörden weiter.